In Trier ist ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone in der Innenstadt gerast und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Nach ersten Informationen gibt es mindestens 2 Tote und mehrere Verletzte. Laut Polizeipräsidium Trier handelte es sich um einen 51-jährigen Deutschen aus der Region. Er wurde festgenommen. Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Der Oberbürgermeister der Stadt, Wolfram Leibe, sagte Journalisten vor Ort, es handle sich um einen Amokfall. Eine verlässliche Zahl von Toten und Verletzten könne er nicht nennen. Zunächst müsse man sich nun um die Opfer kümmern. Nach der Festnahme des Fahrers besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Die komplette Innenstadt wurde zur Spurensicherung abgesperrt.